Hi ihr Lieben, ich bin's wieder, Timo. Und ich bin für euch heute unterwegs im tropischen Badeparadies Aquamundo im Centerparks Ferienpark De Eemhof in den Niederlanden zu unserer 8. Folge von Centerparks Wasserwelt. Nur man muss sagen, mittlerweile bin ich schon ganz schön gut rumgekommen hier in den verschiedenen Parks. Ich freue mich schon richtig und bin sehr gespannt, was das Badeparadies von De Eemhof hier alles so zu bieten hat. Ich nehme euch mit und gebe euch dann natürlich auch meine persönliche Top 3 wie immer mit. Ja? Und am Ende des Videos gibt es dann natürlich auch wieder eine Challenge für mich. Da bin ich auch schon gespannt. Ich würde sagen, let's go. Ihr kennt es inzwischen. Erstmal kommen die Top 5 Fakten über das Aquamundo in De Eemhof. Fakt 1. Die Gesamtfläche hier beträgt ganze 4686 Quadratmeter. Und damit ist das Aquamundo hier eines der größten von Centerparks. Fakt 2. Hier gibt es insgesamt 6 verschiedene Wasserrutschen. Ich muss sagen, ich freue mich schon sehr drauf. Fakt 3. Habt ihr Lust auf ein Wasserrutschenrennen? Im Duo Racer könnt ihr gegeneinander antreten. Jakob, ich fordere dich heraus. Oh mein Gott. Let's go. Fakt 4. Die Wildwasserbahn hier ist ganze 139 Meter lang. Wow, ganz schön lang. Fakt 5. Für alle Surf-Fans unter euch gibt es den Flowrider. Hier könnt ihr euer Können als Wellenreiter unter Beweis stellen. Das hört sich doch alles schon super an. Aber bevor ich mich jetzt hier gleich selbst ins Abenteuer stürze, frage ich einmal kurz nach, was bei den Gästen besonders beliebt ist. Wie gefällt es euch hier bisher im Aquamundo? Ja, schön. Sehr schön, ja. Schöne Möglichkeiten, ja. Die Wildwasserbahn. Also, die Wildwasserbahn, aber alle anderen Rutschen sind auch wirklich total gut. Und das Wellenbad. Das Wellenbad ist sehr gut. Uns gefällt ja, dass wir uns den ganzen Tag hier aufhalten können. Highlight im Aquamundo, Matthias, die Rutschen. Was kannst du jetzt alleine rutschen? Die steile. Steile Rutsche und wir die zwei kannst du jetzt schon ganz alleine rutschen. Ja. Was sind eure Lieblingsrutschen? Lieblingsrutsche? Die da und die anderen. Die steile vorne, ja. Ich bin gerade die Reifenrutsche gerutscht und ich muss sagen, für mich als Mutter ist die so schön. Man sitzt in diesem Reifen wie in so einem Sessel und es ist einfach nur, es macht so einen Spaß. Und wirklich, also das ist für mich die allerschönste Rutsche hier, wirklich, ganz toll. Von den Gästen hören wir ja nur Positives über das Aquamundo in De Eemhof. Davon muss ich mich aber jetzt erstmal selbst überzeugen. Ich werde jetzt alle Wasserrutschen für euch testen und euch dann meine persönliche Top 3 mitgeben. Ich kann es kaum erwarten. Let's go! Das hat einen riesen Spaß gemacht, hier alle Wasserrutschen mal zu testen. Und jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Top 3. Mein Platz 3 ist die Familienrutsche. Sieht kurz aus, aber glaubt mir, die geht richtig ab. Platz 2, der Turbo Twister. Da gibt es die ein oder andere unerwartete Steilkurve. Kann ich sehr empfehlen. Und Platz 1, natürlich der Duo Racer. Es geht nichts über den Adrenalinstoß bei einem Wettrutschen. Auch wenn man gegen seinen Kollegen verliert am Ende. So, Timo, nachdem du dich jetzt hier fleißig selbst durchgetestet hast, wartet natürlich auch noch die Bestrafung aus der letzten Folge auf dich. Das haben wir natürlich nicht vergessen. Du hast doch bestimmt jetzt Hunger nach dem ganzen Spaß hier bekommen, oder? Ja, also wir drehen in der Tat schon eine ganze Weile. Wäre besser, wenn wir jetzt was essen, ja. Ja, sehr gut. Dann lass uns doch einfach mal eine kleine Stärkung im Laguna-Café zu uns nehmen. Das ist die Bestrafung. Eine Stärkung im Laguna-Café. Ja, das nehme ich doch gerne. Let's go. So, wir sind im Laguna-Café angekommen und ich muss sagen, ich freue mich schon sehr aufs Essen. Hast du eine fette Bestellung hier vorbereitet, Jakob? Oder wie ist der Stand? Ja, wir haben uns jetzt hier was vorbereitet und du wirst jetzt was essen und ich werde auch was essen. Also sei gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe Hunger. So, sieht so aus, als käme da mein Essen. Ist das dein Ernst? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Oh no. Ich dachte, du solltest deine Ernährung jetzt mal vorziehen. Deshalb, ja, guten Appetit, Timo. Kann ich wenigstens Soße haben? Aber ich sage dir, das ist so lecker. Mm. Mm. Das ist wirklich perfekt. Schmeckt sie nicht? Ich habe Hunger. So, jetzt wo ich ordentlich gestärkt bin, vielen Dank nochmal an der Stelle, sind wir hier wieder am Flowrider für meine nächste Challenge. Die gibt es ja auch noch. Ich kann nur hoffen, dass ich sie diesmal auch tatsächlich schaffe. So, da kriege ich meinen Umschlag auch schon gereicht. Schaffe es dich im Flowrider auf die Knie zu setzen. Flowrider, also man surft auf dem Bauch sonst und ich soll mich auf die Knie aufsetzen.
Ja, da bin ich doch optimistisch. Ich denke, das können wir hinkriegen. Das könnte eine der wenigen Challenges sein, die ich tatsächlich auch mal hinkriege hier. Let's go! Timo, wie läuft's so? Schwierig. Also, es ist wirklich super schwierig. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man muss einmal in so einen Flow kommen. Aber wie ich hier auf den Knien drauf sitzen soll, ganz ehrlich, I doubt it. Ja, sind wir ehrlich, I doubt it. Also, es macht einen Riesenspaß, aber ihr seht, es ist nicht einfach. Um auf meine Knie zu kommen, muss ich mich aus der Bauchlage nach oben drücken. So, und ihr seht, ich habe auf der Bauchlage schon kaum geschafft, da das Gleichgewicht zu halten. Von daher, ich habe jetzt noch 3 Versuche. Und wenn ich das dann nicht schaffe, dann habe ich diese Challenge verloren. Ja, ich werde mich jetzt nochmal hier anstrengen, auf jeden Fall. Let's go. So, ich hab's geschafft. Ich hab's ja auch gesagt. Ich hab's ja vorab auch gesagt. Boah, ey, es macht einen Riesenspaß. Ich kann es euch so empfehlen. Also, und die Instruktoren hier, die sagen einem genau, was zu tun ist. Also auch für Anfänger auf jeden Fall geeignet. Ich kann es sehr empfehlen. Das war's auch schon wieder mit Center Parks Wasserwelten Folge 8. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich muss sagen, das Aquamundo im Ferienpark der Imhoff ist eins meiner Favoriten. Der Flowrider ist was ganz Besonderes. Habe ich so noch gar nicht erlebt, also generell bisher noch nicht. Das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Wenn ihr Surffreunde seid, dann seid ihr hier genau richtig. Aber generell, das Aquamundo ist schön groß, schön hell, viele Rutschen, viele Abwechslungen. Ihr habt es gesehen, ihr habt es auch von den Gästen gehört. Also das ist ein Besuch definitiv wert. Ich bin schon ganz gespannt, wo es als nächstes hingeht. Da könnt ihr auch gespannt drauf sein. Und damit ihr das nicht verpasst, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und abonniert den Center Parks YouTube-Kanal sowie gern auch alle anderen Social-Media-Kanäle. Dann seid ihr auch ganz sicher bei der nächsten Folge Center Parks Wasserwelten dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Timo.